Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 15 Karrieremodus. Heute geht es gegen den VfB Stuttgart auswärts. Die sind auf Platz 16 in der Tabelle, also gar nicht mal so gut. Aber wir haben dafür eine andere gute Neuigkeit, und zwar ist Elias Kacunga, da sehen wir ihn mit der Nummer 10, ist wieder spielbereit, wird auch heute spielen. Ich bin so froh, dass wenigstens Kacunga schon wieder zurück ist, weil es ist überhaupt gar nichts gut gelaufen, obwohl wir auch immer gewonnen haben. Das ist übrigens die Aufstellung von VfB Stuttgart mit Abdallaue vorne drin, Hanik rechts, Lusek links. Also, ich glaube, das sollte nicht so gefährlich sein. Obwohl, man darf natürlich nie ein Team unterschätzen, das gehört einfach dazu. Das ist unsere Aufstellung, ein bisschen eine bessere. Fekir auf der Zom. Also wir haben da, glaube ich, schon eine echt gute Aufstellung. Aber die 3 Punkte gegen Stuttgart, die müssen her. Und ich glaube, das können sie auch. Der Schiri hat schon gepfiffen, es kann losgehen. Paderborn, oder besser gesagt Stuttgart gegen Paderborn. Ball kommt nicht gut auf Rupp. Der spielt zurück auf Korb. Flanke kommt. Tonkara, Buchtmann und Kirschbaum hält. Stark gemacht von Paderborn und auch wirklich stark von Christopher Buchtmann. Und dann Kacunga und Kirschbaum. Was eine starke Parade vom Keeper mit der Nummer 22. Schau mal hier, was ein krasser Volley von Elias Kacunga. Und hier Rüdiger, glaube ich, ist das. Gratuliert der Kirschbaum und jetzt Idiawali. Ah, komm, nicht gefährlich. Also, Abschluss für Kirschbaum. Kirschbaum, ja genau. Wird immer besser, Kirschbaum, natürlich. Gentner. Lusek, Gentner. Ich muss schon sagen, die spielen hier in Überzahl, habe ich das Gefühl. Ja, da liegt ja einer am Boden, ja, und Sandro Berend, starke Parade übrigens. Da lag aber einer am Boden, das fand ich jetzt nicht gerade fair. Ah, oh, das gibt's doch wieder nicht, ey. Aber jetzt Idiawali vielleicht. Der hat ja Pace. Kommt da an Rüdiger vorbei. Kacunga in der Mitte. Legt ab auf Buchtmann. Dickste Chance bis jetzt im Spiel für Christopher Buchtmann. Kirschbaum, der hätte da keine Chance gehabt, aber Christopher Buchtmann ein bisschen zu unpräzise und deshalb immer noch 0:0 nach 39 Minuten. Also, hier geht noch was. Ja, der Ball auf Kacunga ist überhaupt nichts. Das ist für Kirschbaum einer. Aber das vorhin war gerade eine richtig geile Szene mit Christopher Buchtmann. Ich dachte zuerst, ich mache es da alleine mit Kacunga. Weil als ich dann in den Strafraum gepasst habe, aber dann sah ich da Christopher Buchtmann, der kam so schön angerannt. Aber da fehlte vielleicht noch das Stückchen Erfahrung. Und sehr schön, Tonkara mit Fekir, Fekir, der scheitert an Kirschbaum. Meine Fresse, nochmals Rupp vielleicht. Ball in die Mitte, Fekir und Kirschbaum. Also, jetzt haben wir langsam Fahrt aufgenommen. Ich glaube, Stuttgart hat auch so ein bisschen die Pace zurückgezogen. Jetzt nochmal Hanik auf der rechten Seite. Parrington aber sehr stark. Klärt das auch sehr gut, ohne Probleme. Wally, ein wenig Gleichgewichtsprobleme. Buchtmann, und das ist der Halbzeitpfiff. Also 0:0, das ist sicherlich nicht unser Wunschresultat, das geht auch wesentlich besser. Aber auf dem können wir jetzt aufbauen in der zweiten Halbzeit. Und wir sehen Dortmund 1:1 gegen Hannover. Und Wolfsburg 0:0. Gegen Nürnberg, sehr interessant. Also, aber wir haben hier, es ist eigentlich ein sehr ausgeglichenes Spiel, muss ich sagen. Chancen hatte man jetzt nicht so viele, aber ich glaube, das kann sich in der zweiten Halbzeit noch häufen und ich glaube, das wird sich auch noch häufen.
So, erster Versuch. Buchtmann schon zur Stelle. Fekir weiß nicht wohin. Schöner Tunkara. Tunkara läuft. Tunkara, schöner Ball von Kachunga. Und Tunkara macht es. 48. Minute. Mamadou Tunkara. Und die Vorlage kommt von Elias Kachunga. Sehr schöner Chipball. Und dann hier schön zack mit links. Das lässt sich sehen. Und wir wechseln übrigens auch noch mal kurz ein bisschen was. Und zwar Gisotti und Van der Berg kommen. Und den Rest lasse ich mal so. Wir sehen es hier nochmals. Schön mit links. Kein spektakuläres Tor. Aber es ist ein Tor. Und das zählt. Und das ist auch gut so. Kachunga schickt Rupp. Rupp, was macht der? Zurück auf Buchtmann. Buchtmann und schöne Parade von Kirschbaum. Und jetzt Lusek. Schön mit Abdelaue. Hanik. Schön, Rüdiger ist sogar mit dabei. Aber das ist kein Problem für Sandro Berendt. Und weiter geht's mit Rupp. Julian Korb. Ja, Kachunga ist gestartet. Kachunga ist gestartet. Kachunga und das scheitert. Erneut an Kirschbaum. Also, ich glaube, jetzt liegt es nicht mehr an Kachunga. Jetzt liegt es einfach an Kirschbaum. Der ist sehr gut pariert. Van der Berg auf Gisotti und wieder Kirschbaum. Also, hier ist wirklich Kirschbaum die Rettung. Das Spiel aber noch nicht vorbei. Jetzt nochmals. Der VfB. Schön vom Buchtmann. Behält den Ball im Spiel. Und jetzt ist da Kachunga durch. Kachunga ist durch. Oh, der wird von Schwab da umgenietet. Aber das gibt kein Foul. Das ist für mich ein bisschen... Das war grenzwertig. Muss ich einfach mal sagen, das war jetzt einfach grenzwertig. Der andere, der Schiri hat schon sonst einmal was durchgelassen. Achtung. Ake, schön auf Van der Berg. Und der hat jetzt Platz. Der hat wirklich Platz. Und Kachunga ist aber im Abseits. Deshalb bin ich so ein bisschen auf die Seite gerannt. Und jetzt kommt nochmal Gincheck für Abdelaue. Ein Stürmerwechsel. Obwohl da ja mittlerweile bei Stuttgart alles im Sturm ist, was geht. Und ich glaube, die kommen jetzt nochmals. Schöne Ball auf Hanik. Hanik gegen Rupp. Der muss zurückspielen auf Rausch. Rausch. Ball kommt. Das ist Berendt. Zum Glück ist Berendt da. Und jetzt vorne. Alles frei für Tunkara. Schön. Kachunga. Der macht es jetzt. Der macht es jetzt. Hey, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, Kachunga? Meine Fresse. Ich weiß noch, wo der 37 Tore in einer Saison geschossen hat und Buchmann hat sich verletzt. Ja, super. Jetzt habe ich noch ein Geburtstagsgeschenk. Also bei uns sind einfach alle verletzt. Das Spiel ist aber zu Ende. 1:0 gewinnt der erste Paderborn gegen Stuttgart und das ist sicherlich in Ordnung. Kein spektakuläres Spiel. Wolfsburg spielt 1:1, okay. Und ich sehe gerade nächstes Spiel schon wieder Champions League. Das gibt's doch nicht. Also hier Champions League geht ab wie Schmitz Katze. Rumänien, nehmen wir ab. Wir loben unsere Mannschaft. Christopher Terode ist zurück. Und auch Mick Muller ist zurück, okay. Indien. Malanda will spielen. Und das wird er auch. Ayatnan wird links spielen. Dann hier wird der gute, wo ist er? Lazaro. Rechts habe ich eigentlich vorgehabt, Mulder spielen zu lassen, aber... Nee, wir machen es so. Ich glaube, das ist gut so. Und vorne kann ich...
vorne tue ich. Ja, lasse ich einfach Fekir. Ich glaube, das ist ganz in Ordnung. Ich tue mal noch Strohdig für Hünemeier rein. Also, das ist unsere Startelf gegen Fenerbahce. Im Hinspiel, im Rückspiel natürlich, im zweiten Rückspiel. Ich glaube, wir sind noch mehr oder weniger schon durch, oder? 6 Punkte kann man noch holen. Fenerbahce könnte zwar noch. Ja, wir könnten zwar noch rausfliegen, wenn die Tordifferenz natürlich nicht gut ist. Nee, das geht gar. Nee, wir können. Können wir noch rausfliegen? Ja, die Chance besteht zwar noch, dass wir rausfliegen, aber wir wollen es nicht hoffen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und bis morgen. Auf Wiedersehen.